Grüßt euch und herzlich willkommen hier bei eurem Ultimate Aussie. Wir sind jetzt bei Folge Nummer 19 und wie ihr seht, es nach der desaströsen Leistung im letzten Spiel hat sich wenigstens was auf unserem Tauschstapel getan. Howard hat sich für 700 verkauft, also war außerdem das schon ziemlich sehr gewinnbringend, dieses Goldpack. Ja, des Weiteren habe ich einen neuen Spieler eingekauft. Es ist... Moment... Der Name ist nämlich schwer. Nainggolan. Ja, gekauft für 1500. Ich denke, ist kein schlechter. Gut fürs ZM. Und hat auch ein bisschen mehr Fitness als auf jeden Fall jetzt Marquisio. Wir ändern das natürlich jetzt aus. Milito kommt wieder in den Sturm rein. Genauso tauschen wir hier unsere beiden Außenspieler aus. Als nächstes müssen wir uns auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger holen. Guarin hat auch 87, also den können wir, ja, den setzen wir mal mit rein ins Team. Tauschen wir hier. So, und dann starten wir auch gleich wieder das neue Spiel, Folge 19. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt so abläuft, dass wir hier nicht noch eine Niederlage hintereinander bekommen, weil zwei Niederlagen hintereinander sind natürlich, wenn man es sagen darf, ziemlich kritisch, ja. Bei uns fängt jetzt hier wahrscheinlich gleich an mit Gewittern, schön. Hoffen wir mal, die Zeit hält es noch aus. So, und unser Gegner kommt nicht in die Puschne. Wir dürfen bestimmt gleich nochmal suchen. Ja, unser Gegner hat natürlich das Spiel verlassen. Suche Gegner, na los. Wen finden wir denn? Wir haben eigentlich schon eine Bewertung von 79, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, wir spielen gegen Skill Team. Dann müssen wir mal gucken, was er so macht. Barnsley, oh, wurde unterbrochen, was ist denn los? Menschenskinder. Vielleicht kennt er mich, Ultimate FC. Vielleicht war es ein Abonnent und hat gesagt, nee, der ist so gut. Ah, können wir auch rausgehen. Ich glaube, das dauert erstmal noch eine Zeit lang, bis wir hier überhaupt jemanden finden zum Spielen. Zack, da ist er, Serie A. Da spielen wir gegen uns selber wahrscheinlich, FC Markus, mit dem Wolfsburg-Wappen. Gucken wir mal, Serie A Muriel vor einem Sturm, 100 Pro. Ich hab's doch geahnt. Sinnlos. Zarate, Jonathan, Nakatamo. Ja, da sind viele dabei, die man vielleicht auch selber einkaufen kann. Bei einem Jonathan und Nakatamo wollten wir ja eh vielleicht holen. Und Gamberini in der Innenverteidigung ist ja auch nicht so schlecht. Muriel, nee, ich bin ja so ein Freund von Muriel. Da finde ich lieber Milito oder Jovetic stärker. Und da gucken wir einfach mal, was wir jetzt draus machen. Los geht's. Geil. Oh Gott, da verlieren wir gleich einen Ball, weil ich darauf geachtet habe. Oh Tor. Das ist zum Götzen, ey. Das ist... Oh Mann, Muriel. Ich habe gerade gesagt, ich mag den, und er macht einen Tor gegen mich. Was für ein... Wieder so ein sinnloser Start. Mensch, Kinder, ich habe mich nicht richtig konzentriert, habe anders hingeguckt und schwupp steht das 1:0 für den Gegner. Und jetzt vernehmen wir ihn gleich wieder. Der schickt dann Muriel. Bumm, 2:0. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Mensch, Kinder, jetzt muss die Konzentration endlich hochgehalten werden. Milito und da ist Jovinko. Jovinko, jetzt sind wir mal am Vormarsch. Zack. Och Gott, mit der Rabona-Flanke wollte ich ihn drüber tippen. Dann kommt sowas raus. Das machen wir gut. Ne, da ist neben Abseits. Was ist denn jetzt? Och, come on. Rot. Rot für Akbona. Das ist natürlich wunderschön. Jetzt gucken wir mal, wie wir... Jorigo hat natürlich nicht so viel Kraft. Aber dafür mehr Freistoßposition. Boah, das waren Zentimeter, die da fehlen. Bei Jovinko. Er spielt natürlich, er wechselt nicht, er spielt nur mit einem Innenverteidiger weiter. Das könnte jetzt unser Vorteil sein für die erste Zeit, bis er merkt, oh, es wird kritisch. Müssen wir aufpassen, Muriel steht im Abseits. Gut gesehen, Schiri. Oder was, Zarate? Kann auch Zarate gewesen sein. Na, Glück gehabt, Pereira. Mundingay. Jovinko holt den Ball. Gut gemacht, Jovinko. Gut gemacht, Jovinko.
Raus. Oh Gott, nicht. Nein. Oh ja, doch, doch, doch. Oh, setzt man verrückt sie an. Zack, und wieder. Guarin. Guarin. Ah, doch, doch. Na, da ist der neue Zugang und trifft. Nein, Golan. Mit der Nummer 8. Überragend. 1-2-1. Da sind wir jetzt wieder wahrscheinlich im Spiel, würde ich sagen. Und jetzt fängt sie an, richtig zu stürmen bei mir. Hilfe. Hey ho, let's go. Sturm. Unwetterwarnungen. Im Kreis, im Erzgebirgskreis, wurde vorher gesagt. Ich bin im Chemnitzer Kreis und trotzdem geht's hier los. Was war da denn los? Ja. Ich hoffe, dass. Ja, wir halten das jetzt hier noch aus. Nicht, dass uns der Schirm wegfliegt auf unserem Balkon. Pereira, wir müssen aber hier gewinnen, das ist wichtiger. Zack, Milito. Oh, besser einhaken dort. Kongo. Zack, nein, Golan. Palacio. Riesenpass. Milito. Oh, war noch vorbei. Und trotzdem Schuss. Nein. Bitte. Palacio kann hier das Tor machen. Aber macht er leider nicht. Chovinco gewinnt natürlich nicht das Kopfballduell. Das wäre natürlich eine Farce gewesen. Ja, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Nee, abseits, scheiße. Aber der war gut gekommen. Jetzt muss man aufpassen, wir spielen kurz hoffentlich. Nein, er steckt nach vorne. Ich denke, das Spiel müssen wir gewinnen. Er hat nur noch einen Innenverteidiger und das könnte unser großer Vorteil sein. Die Anfangsphase haben wir verschlafen. Das macht doch gut. Jetzt behindern wir uns gegenseitig. Hält er stark. Dissong Thies macht mal ein gutes Spiel. Und Kongo hat da Glück oder auch wieder nicht. Dass wir den Ball nicht bekommen. Jetzt hat ein Diakite auf Chovinco. Chovinco ist schnell, das wissen wir alle. Och Gott, so einen Pass kannst du doch nicht spielen. Menschenskinder noch einmal. Ja, das ist aber auch das Unvermögen von meinem Controller. Ja. Ah, haben wir trotzdem, haben wir trotzdem. Ah! Oh. Chovinco. Na los, na los, na los. Na gut, da jetzt so weglassen können. Nein, Golan. Mundingay. Ach Gott! Riesenschuss von Mundingay. Und das, nein Golan, nein Golan, Palacio, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hammer. Na, macht schon gut, Zarate. Das soll sich ja wie der zweite Messi spielen, habe ich gehört. Also, eine billige Version von Messi. Habe ich noch nie probiert. Werde ich auch nicht, weil ich mag Messi nicht. Oh, schade, Chovinco. Hätte er machen können. Und jetzt starten sie ihren Konter. Also muss man aufpassen, Muriel ist natürlich sensationell schnell, sieht man auch hier und dann macht das 2-1. Sinnlos, wenn man nur durch so eine Pechsuche gewinnen kann, ey. Sinnlos! Aber naja, dass man das Tor dann natürlich angucken muss, verstehe ich zwar nicht, weil es gibt nichts weiter. Und dann ist das, ja, egal. Wir gehen weiter trotzdem offensiv rein in das ganze Spiel. Gemacht von Milito. Milito sieht Guarin. Und außen Chovinco, Tor. Überragend gemacht. Gut gesehen von Guarin. Da ist er da. Und da steht es schon wieder 2-2. Und der Rückstand ist ausgeglichen. Da ist Desantis ganz sicher, was er da macht. Raus auf Nainggolan. Mundingay hat er. Mundingay auf Milito. Und jetzt Palacio. Palacio! Riesenschuss! Aber leider geht er nicht rein. Holen wir uns leider nicht genau nicht richtig wieder. Der schickt den 100 Pro. Abseits, abseits. Oder auch nicht. Jetzt haben wir einen Kongo. Guarin. Nein, Golan. Oh, jawohl. Ja. Holen wir uns den Ball wieder. Guarin, Kongo.
Wieder Guarin. Ah, das macht er nicht gut, Guarin. Ah, pfeift der Freistoß. Flanke. Was ist denn jetzt los? Abseits. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. So, los. Macht zu. Ah, macht doch zu. Hammer, Hammer. Jetzt ist er unser Nainggolan Diakité. Spiel den Ball auf Jovinko oder auf nicht. Jetzt auch Jovinko. Sieht Milito. Der auf Nainggolan. Ganz raus, auf Guarin. Ja, weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Jawohl. Macht er gut. Ah, hinten stand er. Richtig, aber schade. Nun den geilen Longshot. Nochmal Jovinko, Longshot. Ah, na, Longshot. Volley, kann man eher sagen. Volley. Und da gibt's die Ecke. Bumm. Schade. Bumm. Macht er gut. Nein, Golan. Nein, Golan. Riesentyp ist das. Riesentyp. Da ist das 3:2 schon überragend gemacht. Zwei Tore. Nainggolan. Das ist unser Mann. Da ist das Ding. Pereira lupft drüber. Irgendwie. Jawohl. Nainggolan. Wieder Nainggolan. Das ist mein Mann. Zack. Oh, da muss er rot geben. Mensch, ins Kinderdude. Ich denke, wir werden jetzt mal es mit einer offensiven Variante probieren. Wir spielen jetzt mal offensiv. Da er ja nur. Oh, Zarate. Zarate hat ja 5 Sterne. Macht er aber gut. Ah, haben wir Glück, haben wir Glück. Ach Gott, das ist natürlich bitter, bitter. Riesenfehler von uns, Muriel. Mit dem dritten Tor. Oh, ist das bitter. Ja, solche Fehler dürfen mir eigentlich nicht passieren. Ja, wir müssen uns das Tor natürlich angucken. Ich weiß, das war schlecht gemacht. Egal, wir sind jetzt da. Bumm. Jetzt spielen wir gleich lang auf Milito. Milito hat heute noch nicht viel gezeigt. Milito, schieß mal. Oh, schade. Gut gemacht von ihm. Und wie ihr hört, oh Gott, es gewittert. Oh mein Gott, nein. Ich weiß nicht, ob es überhaupt hört, aber es gibt Abschluss für den Gegner. Die Ecke, okay, der Abschluss viel. Mit dem Milito wieder am Ball. Setze ich da durch. Schicken. Ganz lang, ist zu lang. Aber ich krieg da vielleicht noch. Nein, leider nicht. Ein Tor fehlt uns, Jungs. Ein Tor. Das müssen wir jetzt aber auch gleich mal schießen. Damit wir auch Ruhe haben. Was ist denn hier los? Wir spielen mit Abseits übrigens. Gut gesehen vom Schiri, das muss er. Ah, das war natürlich logisch, dass wir da hinspielen. Hat man Glück, aber Palacio kriegt den Ball nicht wirklich. Das schickt er wieder, Zarate. Schickt er nicht mal. Ja? Probier das! Schade, schade von Zarate. Müssen wir mal gucken, wo wir hier einen freistehen sehen. Da steht doch einer frei. Klasse. Prima angenommen. Milito, brauchen nur schicken und jetzt ist er. Durch. Ja, nein. Ah, es ist bitter. Wieder so bitter, ey. Oh Mensch, das ist so dermaßen bitter, weil man jetzt einfach drüber spielt. Und wir uns gegen. Ach du Scheiße. Haben wir einen Glück? Ganz außen steht er. Gut gesehen. Tonko. Morales. Guarin. Palacio. Started. Guarin. Milito. Jovinko. Und Eckball. Ja, uns fehlt. Was? Kein Eckball. Oh Mann. Ich hab heute mit den Augen. Diakité-Kopfball. Gewinnen wir.
Zack, lass ihn durch. Zack. Oh, wollen wir es wieder schön machen? Ja, nächstes Mal Sweaty Goal. Hab ich lange nicht mehr gemacht. Also gesagt, noch nie hier. Aber Guarin geht erstmal hier durch gegen Gamberini, der hält ihn auf. Morales gegen Konko. Da lässt er sich. Lässt er sich keine Böse geben. Pum. Oh, wieder! Jedes Mal! Benito, passt doch mal auf das Abseits auf. Na los, spiel doch jetzt mal den Ball. Zack, unser ist er. Wir spielen mit einem Mann weniger und kriegen es nicht hin, hier das Druck zu machen. Ja, das wäre es ja noch. Pass auf! Oh. Guarin steht. Na. Ganz sicher hat er das gemacht. Nee, dafür hätte ich ihn gehasst. Dafür hätte ich ihn echt gehasst. Das wird den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgern. Das war eine super Vorlage. Gut gesehen. Jawohl, Chiringo, 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 Tor, 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 ja, da ist das Ding. Überragend. Da ist das Ding. Das Entscheidende, ja gut, das war Abseits, hätte ich jetzt auch gesagt. Gerade so. Bumm, unser. Und jetzt machen wir es schnell. Zack. Oh, laufen beide weg. Statt einer, dass einer wenigstens zum Ball geht. Nein, müssen wir weglaufen. Ih, Ball, ih. Ja, da muss man ganz anders an die Sache rangehen. Da muss man kompakt stehen. Das sind ja riesen Lücken. Jetzt aber. Riesending. Oh, wie schnell Chiringo ist. Geil. Aber den kriegt man leider nicht. Müssen wir aufpassen. Schlägt er raus. Zieh mal ab! Oh! Zentimeter vorbei. Ja, mei. Das ist unserer. Das muss unserer sein. Gut gemacht. Bam. Bam. Naja. Jetzt aber. Milito macht das Tor. Menschenskinder. Das ist jetzt schon mindestens deine dritte oder vierte Chance. Das musst du machen. Melito, Mensch, du. Kriegst noch eine Chance. Melito, oh. Kriegst wirklich noch eine Chance. Ey. Kongo, ganz ruhig. Weiterspielen. Gut gemacht. Fallen lassen. Außen. Durchlassen. Und jetzt sind Milito. Milito. Oh, ich treffe mit dem heute einfach nicht. Palacio. Und er bekommt Hilfe. Jetzt muss man aufpassen. Der hat nicht lange gedauert, der Angriff. Der Gegner ist schon wieder im Besitz der Kugel. Jetzt aber Milito. Wieder kommt er da nicht durch. Das lief ja ganz gut. Jetzt haben wir ihn. Ah, der geht auch nicht zum Ball. Und der kommt bam. Außen angespielt. Flanke. Bam! Milito, du machst dein Zeug heute mit 10 Torschüssen und kein Tor. Mudingay. Nainggolan. Der hat schon 2 gemacht. Nainggolan. Top Neuzugang, ey. Finde ich klasse. Jetzt muss man aufpassen. Es ist jetzt. Jetzt, Chiringo. Los. Sweaty Goal. Oh, schade. Nächste Mal. Ja, ich hab gesagt, ich mach das nicht, aber ich will es auch mal probieren. Mensch. Mensch, schau mal. Jawohl. Nee, nicht verlieren dort. Ah. Ach, da geht doch Klöber rein, hab ich gehört. Da war Zentimeter noch vorbei. Zack. Nein, Golan. Oh, nein, nein. Abseits. Oh. Riesenmassel. Ja, wir wissen zwar abseits, was denn noch lange nicht gucken. Cheng Diaki. Ne, Guarin Palacio. Und jetzt ab. Milito! Milito, wird's dein Tor! Nein! Du hast ja noch nicht mal Skill! Oh.
Jetzt startet der Torwart mit einem Solo. Nee, jetzt kriegst du hier noch Skink, oder was? Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Bam! Riesentor! Nein! Was ist denn hier los, ey? Pfeif ab das Ding. Pfeift er, ne? Ab. Abseits, abseits, gut gesehen. Ja. Dann spielen wir mal hin darüber. Da steht er frei. Oder auch nicht. Schade. Pfeift er ab, pfeift er ab. Na los, jawohl. Ja, wir gewinnen das Spiel. Tut mir leid. 4 zu 3. Ja, gucken wir nochmal kurz rein. Tore. Jovinko und Nainggolan. Milito trotzdem eine. Nee, dass er eine 8,5 kriegt, das ist eigentlich eine Frechheit. Der trifft doch gar nichts. 4-3 Sieg, 6 Punkte. Noch 2 fehlen uns zum Nichtabstieg. Oder zum Klassenerhalt. Und jetzt fängt es an mit Regnen. Ich muss mal kurz weiter was vorbereiten. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Ultimate Aussie.